Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von World of Warcraft. Wir sind hier immer noch am Schuhe putzen und ich würde sagen, machen wir uns noch Oh, abgebrochen steht da zwar, aber es hat wohl doch noch geklappt. Was haben wir da? Den haben wir schon. Feuerkäfer. Hier müssten noch irgendwo noch Schuhe rumstehen. Wie viele Schuhe brauchen wir überhaupt noch? Zwei Paar. Dann nehmen wir doch einfach mal dieses Paar Schuhe. Ja, da kommen auch sofort wieder Spinnen rausgekrochen. Ich bin ja hellauf begeistert. So. Wie bitte? Achso, ich wollte gerade sagen. Wurde das eben gar nicht abgezogen. Naja. So, haben wir hier noch Schuhe? Hier liegen auf jeden Fall ganz viele Schläfer rum, aber kein Paar Schuhe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das heißt, wir müssen da nochmal hin zurück. Vielleicht haben wir da ja noch im Hauptgebäude, wo wir dem Typen da die Schuhe putzen sollen, noch was. Was ist das? Eine Kakerlake haben wir auch schon, da brauchen wir gar nicht erst weiter gucken. Ist das denn das Gebäude, was wir hier brauchen? Ist auch egal, hier sind auf jeden Fall Schuhe. Zack, die sind sauber und schon wieder Spinnen. Ich wieder, oh Gott, im Himmel. Immer diese hässlichen Mistspinnen. Die geben sogar noch Erfahrungspunkte. Die Spinne ist natürlich auch nicht schlecht. So, wir sind fertig, werter Herr. Blut und Donner. Gute Arbeit, Grunzer. Nun gut, ich habe richtige, ehrliche und sogar wichtige Arbeit für euch. Wir müssen die Kodos rufen, die in den Gebieten südlich von hier grasen. General Torgizok sagt, dass wir bald ins Rotkammgebirge aufbrechen und ich kann nicht zulassen, dass wir ohne die Kodos aufbrechen. Benutzt dieses Horn in der Nähe eines Kodos. Sobald es den Ruf hört, wird es sich auf in Richtung Lager machen. Ihr müsst aber aufpassen. Manchmal sind die Kodos ein bisschen angriffslustig und es kann sein, dass ihr ein bisschen mit ihnen spielen müsst. Was? Und es kann sein, dass ihr ein bisschen mit ihnen spielen müsst, bevor sie auf euch hören. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auf große Kodo-Jagd. Der komische Fritze hat auch... Was ist das? Achso, da haben wir noch den Haustiertrainer. Den müssen wir ja auch noch machen. Hätte ich jetzt beinahe wieder vergessen. Dann werde ich auf jeden Fall heute in der Aufnahmesession auch noch reinschieben. Ich hoffe nur, dass wir... Das hört sich auch... komplett falsch an. Den werde ich heute in der Aufnahmesession auch noch reinschieben. Naja, wir blasen das Horn. Ja, toll, der will sofort spielen. Ist ja sensationell. Ja, dann hauen wir ihn um. Wie lange soll ich denn mit dem spielen? Ah, da ist er lieb. Da ist er lieb. Das ist sehr erfreulich. Ach, das sind wahrscheinlich die Kodos, diese dunklen Kodos, die böse werden, wa? Ne, der ist, wird nicht böse. Von mir aus auch das. Was haben wir denn da? Was mit dir? Ja, der will spielen. Dann rösten wir den ein bisschen an. Und dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein, dass er ins Lager zurückkriecht. So, sehr schön. Moment, jetzt wollte ich den direkt anfeuern. Hallo? Hörst du schlecht? Kodo? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der hört schlecht. Naja, auch den dürfen wir verdreschen. Man gönnt sich... Wolltest du mich verarschen? Ich wollte gerade sagen, man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann haut er mich einfach um, aber Gott sei Dank hat der... Sind wir echt zu weit weg gewesen, dass das nicht funktioniert hat? Gott sei Dank haben wir weitergezaubert, während der uns umgehauen hat. So, das sollte eigentlich auch reichen. Da ist er auch schon wieder lieb. Mal holen wir uns die nächsten zwei, die wir noch brauchen. Komm mal her. Mein Gott, die wollen aber auch alle mit uns spielen, wa? So, sei lieb und mach, was man dir sagt. Die wollen wirklich, bis auf einer haben sie jetzt wirklich alle mit uns gespielt. So, damit haben wir auch die Quest fertig. Jetzt meldet sich aber unser Freund schon wieder. Ihr habt eure Aufgabe auf abgeschlossen. Ihr schaut euch das Horn an, das euch gegeben wurde und entscheidet euch, es noch eine Weile bei euch zu behalten. Aha, okay. Crazy Bane, Trottmann hier, ich will, dass ihr dieses Horn behaltet. Ich bin sicher, dass wir improvisieren können, um es in unseren Plan einzubeziehen. Ich bin etwas besorgt über das, was Kasch...
was Kaioshin zum Angriff auf das Rotkammgebirge gesagt hat. Wir wussten, dass ein neuer Angriff aussteht, aber wir haben uns um mehrere Tage verrechnet. Kehrt mit dem Horn zu mir zurück. Wir werden hier in Meißelgriff weitersprechen. Versucht, eure Verkleidung nicht zu verlieren. Ihr seid mit eurer verdeckten Arbeit noch nicht fertig. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erst wieder nach Meißelgriff zurück. Das ist ja auch mal interessant. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Bleiben wir einfach auch mal umgezogen. Ich weiß ja nicht, ob das umgezogen bleibt oder ob wir, sobald wir hier aus dem Gebiet raus sind, uns direkt wieder normal anziehen. Übrigens, wir sind gar nicht mehr nackig, sehe ich gerade. Wann ist das denn passiert? Das ist ja seltsam. Naja, was soll's. So, da haben wir ihn doch. Was hast du zu sagen, Trottmann? Willkommen zurück, Soldat. Ich hatte nicht damit gerechnet, einen Gegenstand wie diesen erhalten zu können. Unsere Pläne werden dementsprechend geändert werden. Ziehe den Ehrenfreund. Was, wieso, hä? Wieso erfüllen wir die Anforderungen für diese Quest nicht? Verstehe ich jetzt mal gar nicht. Hä? Die Quest ist doch erfüllt. Und ihr erfüllt die Anforderungen für diese Quest nicht? Ich verstehe es gerade nicht. Naja. Kaioshin hat sich als hilfreicher herausgestellt, als wir vermutet hatten. Aber jetzt brauchen wir ihn nicht mehr. Es ist an der Zeit, mit dem General zu sprechen. Ich glaube, ihr seid bereit. General Trok-Igzok ist einer der großen drei, die die Bodentruppen in der brennenden Steppe anführen. Er befindet sich in der Schwarzfelsfestung im Nordwesten. Zieht eure Verkleidung an und sprecht mit ihm. Versucht, sein Vertrauen zu gewinnen. Trottmann wird sich bei euch melden. Sollte ich noch etwas von euch brauchen. Das Licht segne euch. Okay, das heißt, wir können unsere Verkleidung direkt wieder anziehen? Das könnt ihr noch nicht. Wieso kann ich das noch nicht? Naja, ist ja auch egal. Jetzt müssen wir auf jeden Fall in die Richtung wieder zurück. Ist das denn... Ach, guck mal an, das ist da hinten. Dann können wir ja eigentlich vorher eben bei dem Haustiertrainer vorbeischauen. Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, den Kernhund, den lasse ich als erstes drin. Das ist eigentlich mit so die beste Idee. Der Kernhund ist jetzt auch nicht mehr... Ja, okay, 144 hat er noch an Angriffsgeschwindigkeit. Und die anderen... Das Häschen wäre vielleicht gar nicht schlecht als erstes zu setzen. Ich weiß nicht. Ich lasse einfach mal so die Reihenfolge drin, wie sie im Moment ist. Dann können wir mal eben kurz den nächsten Fritzen hier platt machen. Der müsste ja hier irgendwo rumstehen. Weil da ist ja schon der Aufstieg. Da ist er, da steht er doch. Dann gucken wir mal, dass wir den irgendwie platt bügeln können. Jetzt müsste das ja eigentlich auch funktionieren. Ja, jetzt können wir ihn auch herausfordern. Dann lag das wirklich daran, dass wir entweder... Ja doch, das muss daran liegen, dass wir die Viecher nicht mehr da beisammen hatten. Die Quest meine ich natürlich, nicht die Viecher. So, erstmal jaulen. Nee, jetzt hat er mein Jaulen direkt geblockt. Ich könnte kotzen. Ach, Menno. Da müssen wir ihn so eben kaputt hauen. Von mir aus auch das. 300! Willst du mich verarschen? Hat er echt eine Angriffsgeschwindigkeit von 300? Hauptsache, wir kriegen den jetzt kaputt mit dem nächsten Schlag. Nein, kriegen wir natürlich nicht. Dann brauchen wir noch einen Schlag. Und er zwirbelt sich da wieder ein. Das ist ja sensationell. Ja, hast wieder geblockt. Ich weiß schon. Ist schon klar. So. Da haben wir den ersten Down. Da ist mein Viech schon wieder schlecht dagegen. Dann würde ich sagen, versuchen wir es mit dem Häschen. Muss ich mal eben gucken. Der 1001... Ach du Scheiße, haben die ein Leben. Ich könnte jetzt hier... Warte mal, wie viel Angriff hat der denn? 182. Das reicht nicht. Der haut mich aus dem Leben. Dann würde ich sagen, nehme ich mal das Häschen rein. Das Häschen kriegt zwar jetzt direkt einen auf den Sack geprügelt, aber... Naja, wir hoffen mal, dass die Fähigkeit 3 da mal ein bisschen funktioniert, dass wir nicht daneben hauen. Er hat zumindest schon mal verfehlt. Ja, toll. Genau das wollte ich nicht vermeiden. Das ist doch zum Kotzen. Wenig effektiv. Ja, wenigstens das.
Vielleicht kriegen wir... Ja, ich glaube nicht, dass wir ihn noch down kriegen. Er macht nämlich schon wieder diese Scheiße. Und das Häschen, das geht über den Jordan. Na, wenigstens hat er verfehlt. Das ist ja schon mal etwas. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Ja, müssen wir einen Vogel nehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Versuchen wir es mit Fähigkeit Nummer 2. Ja, toll, da kriegen wir sofort einen auf den Sack gewirbelt. Aber wenigstens hält diese Fähigkeit mit dem Wirbel über 5 Runden. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Aber das Wetter hält auch noch so ewig lange. Naja. Au, verdammte Scheiße, hat das wehgetan. Ja, das ist dann auch um unseren Hasen geschehen. Ja, jetzt kann ich nur hoffen, dass der verfehlt. Das war's, wir sind verloren. Das... Oh, nur 66? 66 ist okay. Scheiße, das schaffen wir aber nicht. Hätten wir vielleicht doch jaulen sollen. Ja, das war's gewesen. Ah, ich könnte kotzen! Ich könnte kotzen! Was mache ich denn da? Was mache ich denn, was mache ich denn, was mache ich denn? Ich fange ich mit dem Häschen an? Ich versuche es einfach mal mit dem Häschen anzufangen. Oder fangen wir mit dem Vogel an? Wir fangen mit dem Vogel an. Dann können wir mit dem Vogel nämlich dann direkt... Das hört sich nach einem Plan an. Und dann als zweites nehmen wir das Häschen und den Kernhund dann zum Schluss als kleine Überraschung. Versuchen wir es mal. Weil das habe ich jetzt geheilt. Ich hoffe sicher. Ja doch, habe ich geheilt. Es ist gerade Abklingzeit. Okay. Scheiße, der fängt schon wieder an. Ist doch zum Kotzen. Ja, komm hier. Machen wir als erstes mal den Wirbelsturm. Na super. Ja super, hau doch noch mal öfters drauf. Wieso steht mir eigentlich hinter mir? Oh, da haben wir schon den ersten schon mal getroffen. Das ist schon mal hervorragend. Attacke. Der Vogel wird zwar... Wieso greift er mich zweimal an? Der blöde Saubeutelfritze. Wow, und schön durch die Gegner durchgematscht. Super. So, einen Angriff können wir noch. Wobei, wir müssen bis zum Tod kämpfen. Ja, toll. Das habe ich fast befürchtet, dass der dann nochmal blockt. Wir müssen bis zum Tod kämpfen. Was anderes bleibt uns nicht über. Denn sonst ist nämlich der Gegner als erstes dran vor uns. So, einen versuchen wir noch. Gut, hat geklappt. Haben wir dem auch schon mal ordentlich Schaden gemacht. Da kriegen sie nochmal einen auf den Latz. Ist jetzt die Frage, soll ich den Vogel behalten? Oder nehme ich einen anderen? Ne, ich muss den Vogel behalten. Der wird jetzt zwar sterben, aber jetzt kann ich wenigstens den Hasen dann nehmen als nächstes. Und die anderen zwei, die kriegen ja auch schon ordentlich was auf die Fresse gemöbelt hier. Ja, die haben schon ordentlich Schaden bekommen. Der ist immer noch als erstes dran. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, komm, müssen wir sehen, dass wir ihn tot kriegen. Natürlich wirbelt der sich jetzt wieder ein, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Macht das scheiß Viech kaputt. Das kann nicht wahr sein. Hat er nicht geschafft, beim ersten Mal das Viech kaputt zu kriegen. Na, das kann ja was werden. Na, wenigstens haben wir es jetzt down. Dann versuchen wir es jetzt nochmal mit eingraben. Ja, der hat verfehlt. Sehr... Oh, und das war schön effektiv. Das war wirklich schön effektiv. Wir greifen direkt weiter an. Dass wir das Mistviech down kriegen. Und der heilt sich auch wieder, der blöde Saubeutel. Und da ist der Hase jetzt auch schon wieder weg. Jawohl. Das ging echt fix. Der hat den Hasen sowas von dermaßen schnell kaputt geprügelt. Wir müssen sehen, dass wir ihn platt kriegen. Mit unserem Kernhund. Na, hör doch mal auf mit deiner Scheiße da, Mann. Gott sei Dank. Hat funktioniert. So. Anjaulen. Verfehlt. Sehr schön. Haben wir das soweit schon mal geschafft. Haben wir den angejault. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Wenn der uns jetzt nicht zu viel Schaden macht. Und wenn wir treffen, vorausgesetzt. Das sieht gut aus. Oh Gott, da kommt die Lavawelle. Aber die hat beim letzten Mal nicht ganz so viel Schaden gemacht. Ja, auch diesmal nicht ganz so viel Schaden gemacht. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, diese... Jawohl, wir haben es geschafft. Hervorragend. Weil die Lavawelle geht, glaube ich, auf alle Haustiere. Und unser Kernhund ist sogar wieder ein Level aufgestiegen. Krasse Sache. Unser Kernhund ist Level 18.
Wahnsinn. Was hat der jetzt mit Level 1200 Leben? Und wie schnell ist er? 152. Also er wird schon schneller. Der ist ja schon fast schneller wie unser Piepmatz. Aber es war eine gute Idee, den Piepmatz als erstes reinzuschicken, damit die anderen zwei auch schon mal Schaden bekommen. Boah, 975 Erfahrungspunkte hat er gekriegt. Das ist eine krasse Geschichte. Auf jeden Fall. Damit haben wir den nämlich auch schon besiegt. Haben wir nur noch zwei hier in den östlichen Königreichen vor uns. Und wir müssen in die Basis rein. Machen wir doch jetzt einfach mal. Ab in die Basis. Und da müssen wir ja mit dem General sprechen. War ja unsere nächste Aufgabe. Was macht der denn da? Achso, der tötet irgendwas. Wo ist sie denn? Da hinten steht sie doch. Verkleidet müssten wir jetzt eigentlich schon sein, ne? Weil wir haben ja unsere Klamotten wieder an. Bist du lieb? Ja, du bist lieb. Sehr schön. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Hier steht schon die Armeen parat zum großen Angriff. Wir müssen aber jetzt erstmal sehen, dass wir mit dem General sprechen. Dem General Pfeifenkopf. Ach du Heiliger, was ist denn hier los? Was zur Hölle ist das? Magma Lord Kolob. Naja, ich lasse mich mal überraschen. Noch mehr Außenstehende, was wollt ihr? Ich muss aus dieser Situation das Beste machen. Diese Goblin-Söldner haben mir diesen riesigen Feuerelementar als Dankeschön geschickt, weil ich sie angeheuert habe. Was soll ich denn hier in der Steppe mit einem Elementar anfangen? Das ist ja fast wie Wasser zum Meer zu tragen. Wenn ihr nach Arbeit sucht, so könnt ihr euch nun beweisen. Sprecht mit diesem Goblin hier und fordert sein Elementar zum Kampf heraus. Ich werde den Sieger meinen Respekt zollen und meine Zeit geben. Okay, wo ist der Goblin? Welchen Goblin meinst du? Den hier oder? Ich hoffe mal, du meinst den. Ist nicht leicht, an einen Vertrag mit den Schwarzfelsorks zu kommen. Ich meine, kommt schon, Schwarzfelsorks, diese Typen haben schon mehr Schlachten mitgemacht als Agrama. Und sie sitzen auf dem Berg des Schwarzeisen. Und sie sitzen auf einem Berg aus Schwarzeisen. Karl Schicken! Ich würde euren Magenmalord gerne zu einem Kampf herausfordern. Ah, und da greift er mich auch schon an. Ja, was soll's? 8000 Leben. Er kann ja gar nichts. Ist zwar mehr Leben, wie wir haben, aber den hauen wir doch ganz locker aus den Latschen. Was soll denn der Geiz hier? Zack. Zack. Und da ist es auch schon um den Magma Lord geschehen. Nein, mein Baby. Hahaha, gut gemacht. Da freut sich der Torok-Izok. Der Torok-Izok. So heißt er. Ich hatte fast damit gerechnet, dass ihr als Sieger hervortreten würdet. Mir gefällt eure Art zweifellos. So, was haben wir da? Bringt uns nichts. Das bringt uns auch nichts. Ich nehme trotzdem den Umhang. Was haben wir denn? Was willst du denn von uns? Ich war auf der Suche nach einem starken Soldaten wie euch. Ich brauche jemanden, der dafür sorgt, dass meine Truppen sich benehmen. Außerhalb der Festung breiten sich die Orks, Oger und Troller auf einen Angriff auf das Rotkammgebirge vor. Meine Unteroffiziere halten sie zwar auf Trab, aber sie brauchen Hilfe. Nehmt diesen Knüppel und diszipliniert ein paar meiner Soldaten. Es ist mir egal, ob sie in Reih und Glied stehen oder sich fehlverhalten. Ich will nur, dass sie eine Tracht Prügel bekommen. Ich will, dass sie sich konzentrieren, auf die Schlacht vorbereiten und abgehärtet sind und folgsam. Geht nun! Mein Gott, drei Dinge auf einmal, das geht nun wirklich nicht. Kinderüberraschung. So, wir gehen hier. Ich hänge gerade in der Grafik fest. Wir gehen hier direkt wieder raus. Werden natürlich auch die Leute schön verprügeln. Oh, und ich sehe gerade, wir haben noch eine Quest von Trottmann bekommen. Da gehen wir aber erstmal durchgucken. Was haben wir denn da? Crazy Ben, Trottmann hier. Wie es scheint, habt ihr Trock-Isox Vertrauen gewonnen. Denn er hat euch für die Disziplinierung eingeteilt. Das ist ein Glück.
Wir müssen diese Feldwebel loswerden. Ihr findet sie außerhalb der Schwarzfelsfestung in den Feldern der Ehre. Auf Wölfen reitend. Benutzt den Knüppel so oft wie möglich, bis sie sterben. Ihr müsst schnell handeln, denn wenn sie merken, dass ihr keiner von ihnen seid, dann werden sie versuchen, eure Maskierung aufzuheben. Seid schnell und seid schnell und zügellos, Crazy Man. Trottmann aus. Okay, wo finden wir die? Da finden wir sie? Das sind die? Okay, komm, hier. Wegprügeln! Ich hämmer dich weg! So, haben wir die. Macht irgendwie Spaß. Vor allen Dingen das Geräusch ist lustig. Boing, 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 boing. Das tut mir ja schon fast leid, wa? Kümmern wir uns hier um den nächsten? Kümmern wir uns erstmal um die nicht direkt dabei... Kümmern wir uns erstmal um die, die nicht direkt bei den Armeen stehen, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu happig. Nicht, dass die mich dann doch enttarnen und die ganze Armee auf mich einstürmt. Doing, 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 doing. Jawohl, so viel dazu. Ich diszipliniere euch, bis ihr sterbt! Einen haben wir noch. Komm, 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 komm. Put, 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 put. Komm zu mir. Sehr schön. Hat funktioniert. Damit haben wir die Quest fertig. Wir gucken nochmal bei Trottmann vorbei. Oh, diese Feldwebel sind diese Feldwebel wird Trock Isok Mühe damit haben, alle Schlachtvorbereitungen... Ohne diese Feldwebel wird Trock Isok Mühe haben, damit haben, alle Schlachtvorbereitungen treffen zu können. Die Steine kommen langsam ins Rollen. Meine Fresse, war das vorgelesen. Das war ja das allerletzte. Und ich sehe gerade, ich bin sowas von über der Zeit. Wir haben keine weiteren strategischen Verwendung für Trock Isok oder die Bodentruppen des Schwarzfels. Wir müssen nun die nächste Phase des Plans einläuten. Wenn ihr bei der Festung fertig seid, kehrt zurück zu uns in Meißelgriff. Okay, ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall erstmal noch fertig. Allerdings erst im nächsten Part, dann erfahrt ihr, wie es hier mit Trock Isok weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, schaltet in 2 Tagen wieder ein. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!